Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Citybus Manager hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder auf unserem Betriebshof in Krefeld zurück und lass mal auf Play laufen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal die Busse nachschauen und reinigen, dementsprechend instand setzen alles. Müssen wir noch viel, viel machen, ne? Warum können wir den nicht tanken? Ach, der fährt Schicht. Okay. Den müssen wir tanken. Der sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Reifen, okay, die könnten vielleicht noch das nächste Mal funktionieren. Tankfüllung reinigen. Also nach und nach brauchen wir immer wieder ein paar bessere bzw. größere Busse. So, eine neue Bewertung. Die Umweltrettung war ist nicht schlecht. Bleibt aber aktuell noch hinter meinen Erwartungen an ein gutes Busunternehmen. Okay. So, mit der 61 waren wir dran gewesen. Linie 61. Meine ich, wäre das gewesen. Genau. Wir haben jetzt, glaube ich, Freitag. Genau, Freitag. Von 0 bis 5 Uhr. Sorry. Fährt ein Bus. Soweit ich das weiß. Okay. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das ist die Prognose für morgen, ne? Ja. Müssen wir mal gucken. Durchschnittlich 28. Oha. Bis zu 182. Dann nehmen wir mal den Citywide LF. Den müssen wir noch mal tanken, bitte. Die 042 bis zu 101. Und die 044. Bis 149. Alter Falter, das sind viele, viele Fahrgäste, ne? Das sind verdammt viele Fahrgäste. Okay, dann bitte einmal reinigen. Vielleicht müssen wir die auch alle fliegen, alle die Busse, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Einmal bitte tanken. Okay, der müffelt. Der muss gereinigt werden, bitte. Reparatur braucht kein Bus, so wie ich das sehe. Einmal waschen. Okay. So, Linie 61 war das. Wo ist er? Da. Scheint sogar relativ gut zu funktionieren, ne? Zumindest sieht es aktuell danach aus. Bis 5 Uhr hat er Schicht. Bis zu 8 Uhr. Durchschnittlich 56. Ja, okay.
Wenn es so ist, dann ist es so, ne? Ja, die 061, das ist ein Bus. Das ist meine Linie, mit der ich immer früher gefahren bin, immer zur Schule. Ja, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten damals. Nächste Tour beginnen wir um 2 Uhr. Nee, um 3 Uhr. Nee, 2 Uhr nächste Tour wieder. Also ein paar Minuten. Ist, denke ich mal, in Ordnung. ...32 Leute, die schon mitfahren direkt. Mhm. Ja, das ist ein Umweg, den wir da fahren. Den es sein muss. Den müssen wir auf jeden Fall nochmal beheben auf Dauer. Die müssen wir definitiv nochmal beheben. Kriegen wir aber auch hin. Was wollen die um die Uhrzeit einer Schule? Egal. Schichtzuweisen 0,35. Dafür reicht ein kleiner Sprinter. Das ist in Ordnung. Jetzt nochmal von außen waschen. Bitte nochmal tanken. Innenreinigung bitte nochmal. Auch hier nochmal. Sieht soweit ja relativ gut aus. Durchschnittlich 57. Ich möchte ja genug Platz haben für die Fahrgäste, ne? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Vor allem die Fahrgäste sollen sich auch wohlfühlen. Irgendwo, ne? Ist ja auch logisch. Wenn die sich nicht wohlfühlen, ist auch doof. Sieht es aber aktuell ganz gut aus, ne? Ja, wir haben jetzt noch zwei Sachen, die wir erreichen müssen aktuell. Einmal die 20.000 Fahrkarten, das kriegen wir aber hin. Und einmal Liniennetz vergrößern nochmal, ne? Heftig. Postfach. Hallo Chef, schön, dass alles, dass aktuell alles so gut läuft. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ich weiß jetzt nicht, wie oft wir noch erweitern können hier den Betriebshof.
reparieren. Licht. Reparatur starten. Ersatzteile, dann brauchen wir neues Licht. Das ist in Ordnung. Okay. Passt auch. Blinker. Brauchen wir noch Blinker? Einmal Blinker bitte bestellen. Das sieht gut aus soweit. Scheibenwischer bestellen. Wo sind Scheibenwischer? Da. Durchschnittlich 53. Durchschnittlich 101. Dafür haben wir auf jeden Fall keinen Großbus, ne? Das ist mies. Dann nehmen wir den hier. So, okay. Dann können wir den nächsten Bus im Prinzip hier zum Lackieren schicken. Und auf unser Design schaffen, ne? So, Forschung. Forschung da. Für 8000. Solo-Busse. Machen wir mal. Ich will weitere Busse haben. Müssen wir weiter forschen. Ist halt so. Laden. Okay. Kostet uns 200 Euro. Aber... dafür nächster Bus in unserem Design, ne? Und noch ein Bus. Es war eine gute Entscheidung, die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Die Busse sind sehr zuverlässig und pünktlich. Das ist doch hervorragend. Auf dem Weg zur Lackiererei. Ja. Sehr gut. So soll es sein. Und go. So, der ist auf dem Parkplatz oder ne? Ist nicht unterwegs gewesen. Das geht an sich. Fährt nochmal bitte im Tanken. Der wird von außen nochmal gewaschen, bitte. Ansonsten sieht es gut aus, ne? So relativ. Der hat bald auch Schicht. Okay. Kommt eigentlich auch mal wie ein Bus zurück? Ne, aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht. Okay. Fuhrpark, Marktplatz. Gebraucht. Ja, ist so eine Sache, ne? Wir bräuchten eigentlich weitere Busse. Die Busse sind immer so voll, dass es eine Schwierigkeit ist, an der Haltestelle rechtzeitig zur Tür zu kommen, um auszusteigen.
Ja, kann ich verstehen. Daran will ich ja auch arbeiten. Ne? Problem ist, einfach wird es nicht. Einfach wird es nicht. So, die 034. Null 34. Da. Was wird denn für eine Tour? Hallo? Ich glaube, die Touren der 34 müssen wir mal überarbeiten, ne? Geht ja mal gar nicht. Glaube ich. Führe zwei Wartungen und Reparaturen durch. Das ist easy. Die Fahrkarten haben wir erledigt. Schön. Wie fährt der die Tour? Na gut, egal. Machen wir in der nächsten Folge dann. Dann wundern wir uns weiter, ne? Nehmen wir den Bus. Gut. So, ein Bus zurückgekommen. Sieht nicht so aus. Müsste eigentlich bald einer zurückkommen, ne? Neue Bus freigeschaltet. Urbino 12. Den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und mal schauen, vielleicht kaufen wir ihn auch mal. Wenn wir einen kriegen, warum nicht, ne? Durchschnittlich 37. Wie wär's dann hier mit dem Bus? Der ist einsatzbereit. Gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen neue Folge. 16 Uhr. Citybus Manager hier auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und sag einmal in dem Sinne, bis dahin. Servus. Und tschüss.